Quer durch alle Parteien sind sich die Politiker einig, dass Kanzlerin Merkel und womöglich auch ihr Vorgänger Gerhard Schröder systematisch von den USA ausgespäht wurden, ist ein schwerwiegender Vorwurf an die Adresse Washingtons. Und der, das zeichnet sich ab, wird wohl Thema für einen Untersuchungsausschuss. Denn gegen diese Forderung der künftigen kleinen Oppositionsparteien wollen sich Union und SPD nicht sperren. Hinter den Kulissen der Hauptstadt wird telefoniert und verhandelt. Ein Untersuchungsausschuss zur NSA-Spionageaffäre, heißt es, sei unvermeidlich. Linkspartei und Grüne hatten am Wochenende offensiv darauf gedrängt. Jetzt ist auch die SPD dafür. Ich glaube, dass ein Untersuchungsausschuss am Ende unvermeidlich ist, um das Vertrauen in den Schutz der Privatsphäre wiederherzustellen. Der interessanteste Zeuge wäre zweifellos er, Edward Snowden, Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter, der durch seine Enthüllungen die Affäre erst ins Rollen gebracht hatte. Er hält sich derzeit in Russland auf. Wir wollen auch, dass Edward Snowden nach Deutschland geladen wird, dass ihm Schutz und Aufenthalt gewährt wird. Er weiß am besten Bescheid über den Kontext der Geheimdienstüberwachung. Hier wollen wir gerne mehr Aufklärung. Inzwischen verdichten sich Hinweise, dass die US-Botschaft in Berlin mit Spionagetechnik ausgerüstet ist. Auf dem Dach soll ein Abhörzentrum installiert sein, mitten im Herzen der Hauptstadt. Die Opposition verlangt eine Entschuldigung von höchster Stelle. Ich finde, der Bundestag wäre ein guter Ort, ein sehr geeigneter Ort, damit sich Obama gegenüber der deutschen Öffentlichkeit entschuldigen kann. Damit ist wohl kaum zu rechnen. Der Untersuchungsausschuss zur Abhöraffäre hingegen könnte Ende des Jahres seine Arbeit aufnehmen.